Guten Tag. Ich möchte Sie hiermit einladen, der Initiative Wirtschaft für Wandel beizutreten. Wir fordern von unseren neuen Bundestagsabgeordneten innerhalb der ersten 100 Tage Folgendes. Als erstes die Aufnahme von den Pariser Klimazielen in die Verfassung als Staatsziele. Das heißt vor allem das Ziel, nicht mehr als 1,5 Grad Erwärmung weltweit zuzulassen. Das bedeutet auch, dass wir in Deutschland spätestens bis 2035 klimaneutral sein müssen. Nur mit so klaren Regeln können wir als Wirtschaftsvertreter langfristig investieren. Wir müssen keine Angst haben, dass eine Regierung etwas beschließt, was die nächste wieder abschafft. Nur so können wir international wettbewerbsfähig sein. Nur so können wir unsere Werte weltweit verteidigen, können wir unser Eigentum, unsere Umwelt und unsere Zukunft sichern. Deshalb die Aufnahme dieser zwei Staatsziele in die Verfassung. Zweitens, auf der Basis des Verursacherprinzips des Lissabonner Vertrags der Europäischen Union bestehen wir auf das Verursacherprinzip. Das heißt, wer immer eine Tonne CO2 ausstößt, muss die Vollkosten für die Gesellschaft tragen. Das Umweltbundesamt schätzt, wie auch der Internationale Währungsfonds, dass eine Tonne CO2, die heute emittiert wird, 695 Euro an Gesundheitsschäden und Umweltschäden verursacht. 695, also rund 700 Euro die Tonne. Nicht etwa die 10 oder 20 Euro die Tonne, von denen die Bundesregierung in den letzten Jahren gesprochen hat. Nur wenn man die Zukunft abdiskontiert, weil man das Leben seiner Kinder oder Enkel nicht so schätzt wie unser Leben, mit 1% pro Jahr kommt man auf rund 200 Euro die Tonne. Man kann auch 200 Euro die Tonne ansetzen, wenn man das Geld in die Bank legen kann und daraus werden dann durch positive Zinsen 700 Euro, um die Schaden über die Jahre zu gleichen. Das ist heute nicht so. Deshalb ist 700 Euro der Preis, der heute besteuert werden sollte. Die Einnahmen aus dieser Steuer sollten verteilt werden an die Bevölkerung pro Kopf. Daraus ergeben sich pro Kopf und Monat 500 Euro Klimadividende für jede Bürgerin und jeden Bürger. Eine vierköpfige Familie erhält also 2.000 Euro. Damit kann sie die Mehrkosten, die ein durchschnittlich verbrauchender Bürger hat, durch die CO2-Steuer ausgleichen. Wenn sie oder er aber weniger konsumiert, hat er am Ende des Monats Geld übrig. Wenn jemand schnell fahren möchte, weit fliegen möchte, kann er das auch, zahlt aber drauf. Außerdem bedarf es einer CO2-Grenzsteuer, damit aus dem Ausland keine billigen Produkte mehr hereinkommen. Die Einnahmen aus dieser CO2-Grenzsteuer wiederum können genutzt werden dafür, dass die Regierung von großen Emittenten von CO2 Emissionsrechte abkauft bzw. dafür bezahlt, wenn sie ihre Emissionen reduzieren. So kann aus einer scheinbar großen Investition bei ThyssenKrupp von 8 Milliarden Euro ein tolles Investitionsprojekt werden, denn so sparen sie 14 Milliarden Euro an Schaden pro Jahr und haben eine Rendite von fast 67%. Weiterhin fordern wir innerhalb der ersten 100 Tage, dass wir nicht von vorne anfangen und nochmals 2 Jahre damit verschwenden, ein neues 1,5 Grad Gesetzespaket zu entwickeln, sondern dass die gewählten Vertreter des Volkes auf der Arbeit von German Zero ihre Arbeit beginnen. German Zero hat ein 1,5 Grad Paket entwickelt unter Leitung von Stefan Breidenbach, einem sehr angesehenen Rechtsanwalt und Professor für Recht, der gemeinsam mit 200 internationalen Experten die besten Lösungen über alle Sektoren hinweg auf 450 Seiten zusammengefasst hat. Wir fordern weiterhin daraus resultierend, dass jede Koalitionsverhandlung auf der Basis dieses 1,5-Gesetzpaketes stattfinden soll. Das muss nicht heißen, dass jede Maßnahme richtig ist. Es muss aber heißen, dass wenn eine Maßnahme ausgetauscht wird, das nur geschehen darf, indem man eine gleichwertige dafür einbringt. Wir sind der Überzeugung, dass wenn wir das nicht tun, dass wir dann 2 Jahre verlieren. Was heißt das? 2 Jahre verlieren heißt 700 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß mehr pro Jahr, 1.400 Millionen Tonnen mehr über 2 Jahre und bei rund 700 Euro die Tonne CO2 Schaden, heißt das, dass wir fast 1 Billion mehr Kosten haben, weil die Bundesregierung bzw. der Bundestag zu langsam handelt. Deshalb fordern wir
Einbringung des 1,5-Gesetzespakets von German Zero in den Gesetzgebungsprozess in den ersten 100 Tagen des neuen Bundestags. Wir bitten Sie, wir laden Sie ein, der Initiative Wirtschaft für Wandel beizutreten und dafür zu sprechen, dass wir mit marktwirtschaftlichen, klaren Lösungen unser Land, Europa und die Welt voranbringen. Herzlichen Dank.